der erste Streich zum Corona Coaster. Gehen wir jetzt runter. Das ist in St. Corona. Wir sind heute unterwegs mit den Naturfreunden der Jugend, von der Michelle ausgeschrieben. Ja, Michelle. Oh weh. Ja. Die erste Station ist eben der Coaster. Schauen wir mal. Das war der Rollercoaster. Sehr lustige Geschichte, aber relativ kurz. Aber sonst hat viel Spaß. Jetzt gehen wir wandern, sozusagen. Wir hängen jetzt da zum See rauf. Wenn man eventuell Stand-up paddeln will. Wenn man mal warm genug ist heute. Schaut nicht so schlecht aus vom Wetter. Ein Ameisenweg gehen wir jetzt ab. Die Freunde stehen genau. Jetzt gibt man so.
So, jetzt waren wir beim Panoramasee. Ein bisschen Stand-up paddeln. Eine Stunde für 10 Euro. Kann man nicht sagen, da braucht man sein eigenes Boot gar nicht mitnehmen. Das ist voll günstig. Und jetzt gehen wir den Ameisenpfad wieder retour. Wo kommen wir zum Auto? Jetzt haben wir ein bisschen gechillt in der Sonne. Ja, gemütlicher Nachmittag. So, das St. Corona, muss man sagen. Hat schon einiges zu bieten. Auch für Mountainbike-Fahrer. Schöne Mountainbike-Strecken. Beziehungsweise auch Downhill-Strecken. Auf den See haben wir kaum auch Boden, wenn man unbedingt will. Vor allem, wenn es heiß ist. Nein, muss ich sagen. Ist für so einen Zwischentag sicher eine Reise wert. Daumen hoch.